Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dayang. Wir sind irgendwie in der Mine angekommen. Eine Schaufel. Oh, wenn hier eine Schaufel rumsteht, ist das bestimmt nicht zum Spaß. Ganz bestimmt nicht. So, genau hierfür wollten wir uns eine Fackel herstellen. Oh, bitte lass die Höhle nicht so verwinkelt sein. So verwinkelt ist in Ordnung. Ein Weg geht nicht, einer geht schon. So lasse ich mir das noch eingehen. Aber alles drüber hinaus mag ich eigentlich nicht so. Like they were getting ready to blast this wall. Happy 4th of July, everybody. I guess I'm a little late for the party. Krass, wie abgebrüht sie schon ist. Wir haben einen Schlüssel, das ist bestimmt. Hat noch sowas. Zack, was kann ich denn damit machen? Was ist das? Ein Bergbauhelm. Das ist praktisch. Nicht nur praktisch, es ist ja ein Wunder. Schau an, mehr gab es hier nicht. Also, was heißt mehr? Also, es ist mehr als genug. Ist total praktisch. Jetzt würde mich natürlich nur interessieren, was natürlich da hinten ist, wo wir jetzt den Schlüssel gefunden haben. Muss ja auch für irgendwas da gewesen sein. Gott, das ist ganz schön eklig. Oh. Na, dann gehen wir da mal weiter runter. Ausgang? Fragezeichen. Okay. Ah, das Haus. Okay. Das hatten wir ja schon. Ja, wenn wir jetzt schon draußen sind, gehen wir jetzt nach da hinten und schauen, was es da gab. Niemand zwingt dich zum Mall zu gehen. Ihr seid ja... echt furchtbar. Stress nicht. Ach, sind die nervig. Wisst ihr, sie sind halt nicht mal stark, sie sind einfach nur nervig.
Der Eingang war irgendwo hier hinten, oder? Hier oben, meine ich. Ja, ist schon gut, dass das jetzt mache. Am Ende hätte ich nur wieder vergessen, wie man da hinkam. Ah, ist der Bauarbeiterhelm cool. Den hätten wir schon viel früher gebrauchen können. So. Ich rate es eh nur dafür. Ja, da wollen wir vom Endboss natürlich dann auch nochmal gucken, was da zu kaufen gibt Neues. Rutsch mir hier mal ein bisschen rein, damit das ein bisschen flotter geht. Da zündet man die mal hier alle an. Der Typ kann nerven, ist krass. Ich weiß, wo du bist. Ich habe einfach nur noch keine Lust, dich zu suchen. So. Da hätten wir was getrunken. Keine Ahnung, was, ob und was oder was uns das bringt. Ich gehe davon aus, dass man da oben irgendwo rauskommt. Also, wir haben da oben, sind doch einmal im Geist gegangen. Von da aus ging es nirgends hin. Also, das sieht so unmachbar aus. So, gehen wir mal hier rein. Stimmt, den Eingang hatten wir noch. Hätte ich schon wieder vergessen. Ah ja, das ist der, auf den wir vorhin runtergeschaut haben. Ah, und hier ist der letzte Schnellreisepunkt. Gott, das Geräusch war viel zu laut. Jetzt haben wir alle. Nice. Sehr gut. Nichts für meine Nerven. Wie so oft. Jetzt sind wir hier. Okay. Stirb, Gott. Wird sie das auch noch fast überleben? Ist hier irgendwas Wichtiges gibt? Das scheint mir total random. Und sinnlos. Aber naja, ich kann mich auch täuschen. Vielleicht hat es ja einen tieferen Sinn.
Mal da unten in das Haus ein bisschen reinschauen, ob wir was sehen. This must be the squeaking sound Andre was talking about. Ah. Doch, bloß, wir haben unfreiwillig wieder das Richtige gefunden. Ach, egal. Gehen wir hier rein. Andre? Are you here? Andre! Daphne, God! It's so good to see you! Andre! How's your leg? It hurts. Can't walk. I sprained my ankle. Damn, those junkies run like their asses on fire. How did you end up here? It's a long story. Any news from the others? Rashid? Rose? I think they're all dead. I know about Dave. I heard it over the radio. Did they really believe I would do such a thing? Yeah. These people are totally messed up. Do you think it's true what they say about him? It wouldn't surprise me. Did they ask you to do the same? No. Your radio's working fine. Did you get it in the high tower? No, I found it. It was already like this. Listen, Daphne, we have to find a way to get off this island. Any ideas? I got in touch with someone at the radio tower. Great! Have they called for help? They asked me to do something first. What? They want me to find a man called Ibrahim. Who is he? No idea. He might help us, though. If you say so. I did try to get help, but no luck. Try harder! There's gotta be a way out of here. I'm working on it. Okay, I'm counting on you. Did you find a way to... I'm working on... Okay. Okay, setzt auf mich. Wie süß. So, wir haben die Gasmaske gefunden. Wie geil. Jetzt können wir das auch endlich machen. Ja, das heißt, dass wir jetzt irgendwie wieder zum Schnellreisepunkt wollen. Ich hab schon wieder vergessen, wie wir da hingekommen sind. Mal ehrlich, ich hab's wirklich vergessen. Ach, warte. Hier so, oder? Genau. Dann wollen wir jetzt das Gewächshaus machen. Dann nach unten in der Mine schauen. Und dann... Spiel wieder leiser machen. Tiefenfelder wollen wir, genau. Oh krass, man muss so weit, damit man die dann rückwirkend wieder machen kann. Schon krass. Aber wir nähern uns in großen Schritten dem Ziel. Müssen dann eigentlich nur noch das große Militärlager machen. Und hoffen, dass wir in die Schlafsäle nochmal reingehen können und dass das dann funktioniert. Dass wir die Aufgabe erledigt haben, ansonsten werde ich es ignorieren, weil, also ist ja blöd.
will mich damit jetzt auch nicht zu lange rumärgern. Mauspad irgendwie näher herziehen. Da. Viel besser. Ach, die Gasmaske kann ich sogar immer aufsetzen. Das ist doch praktisch. So, dann gehen wir mal ins Gewächshaus. Irgendwas Großartiges. Dafür, dass ich so lang... Großartig ist ja relativ, oder? So, na dann. Hilft ja nix. Wollen wir hier zum alten Mann reisen? Finde ich nochmal den Ausgang, dass wir nicht nochmal diese ganze Treppe runter klettern müssen. Ich weiß es nicht. Müssen wir noch mal sehen. Wo war der denn? Klettern wir halt noch mal da runter. Gar nicht nervig. Aber ja. Wie gesagt, wir müssen noch mal zum alten Mann und gucken, ob wir uns mit den Figuren irgendwas kaufen können, weil ich habe das Gefühl, dass wir sonst nicht mehr dazu kommen, wisst ihr? Naja, es geht jetzt doch relativ schnell. Schneller als gedacht, auf jeden Fall. So, Vorfallsbericht 25. Januar 86. Erdbeben, Neumeldung. Während der Prüfung der Erdbebenschäden meldete ein Arbeiter, dass er Geräusche aus dem Tunnel A2 gehört habe. Wir glauben, dass es Ingenieur Güler mit seinem Team sein könnte. Er hat nämlich während des Erdbebens an der Verbindung zwischen Stollen A2 und B2 gearbeitet. Beide Zugänge des Tunnels A2 sind eingestürzt, sodass es unmöglich ist, die Höhle zu erreichen, in der wir glauben, dass die Überlebenden sein könnten. Aus dem Tunnel B2 haben wir einen engen Durchgang durch die Reste des unfairen Verbindungstunnels gefunden, aber die Bedingungen erlauben im Moment keinen Rettungsversuch. Bruder Nummer 2. Hauptaufzug. Oh Gott, ist das was Komplizierteres, oder? Ebene 1. Hauptaufzug ist wahrscheinlich da, wo wir stehen. Rechtsrum B1, linksrum A1. Aber führen wohl wieder zusammen. I wanna go to church today, Mommy. The devil's a motherfucker, Lord. So. Genau, laut meinem Rechnung müsste ich hier... Oh, warte, was? Da hätten wir die ganze Zeit hingehen können. 24. Januar 86. Wegen eines Erdbebens wurden alle Bergbauaktivitäten angehalten. Mehrere Einstürze haben folgende Stollen blockiert. C1, D1, E1, A2, beide Seiten, A3, beide Seiten. Zugang C2 zum Tunnel B2 ist ebenfalls versperrt. Der Schachturm der
Das Hauptschacht, der all drei Ebenen verbindet, ist beschädigt. Nach den vorläufigen Berichten gab es 12 Todesfälle, 14 Verletzte und 17 Vermisste, unter denen unser Bergbauexperte Ingenieur Güler. Alle anderen Vermissten außer ihm sind ersetzbar. Wir werden noch für 48 Stunden weiter danach suchen. Aber ich zweifle daran, dass wir Lebende finden. Hätten wir die ganze Zeit schon sein können. Hier, Karte des alten Bergwerks. Wir sind jetzt hier. Ach, das seht ihr nicht. Hier zwischen A1 und B1 bei dem Haus. Linksum geht's zur Ebene 2. Jetzt davon aus, dass wir das schon alles haben. Hier drüben war einfach der andere Gang, oder? Crazy. Okay. Okay. Dann haben wir das, glaube ich, ganz fertig, oder? Dann wollen wir wieder zum ersten Schnellreisepunkt. Und reisen zum alten Mann. Ach, nicht zum alten... Ja, doch zum alten Mann. Ist jetzt verwirrend wegen dem Gebiet hier. Ich meine nicht den alten Mann. Ich meine den alten Mann, der uns Sachen verkauft. Und dann gehen wir das Militärlager an. Okay, die Mine war jetzt nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber ja, mal den Helm haben wir halt auch überhaupt nicht gebraucht. Das finde ich ja immer ziemlich doof, also ganz kurz jetzt mal, aber ich dachte, jetzt kommt mehr, wisst ihr? Dann eine Dickicht. Das ist der gute Mann. Aber vielleicht hat er irgendwas Besonderes zu verkaufen, was uns was bringt. Für das Ende des Spiels bin mir sicher, dass noch ein Bosskampf oder so. Vielleicht kommt. Ach. Wissen tue ich nicht, aber könnte es mir vorstellen. Ach so, das war hier. Oh oh. Hey, blöde Sau. Ich verstehe auch nicht, warum das Schnellreiseding da unten gebaut hat. Einfach nur, damit wir hier länger zum Rumrennen immer brauchen. Welcome back. Hi. Let's make a trade. Heilsalbe. Ja. Feldflasche. Verbessert zielen. Setze. Okay. Seht ihr irgendwo, wie viele wir haben? Egal, wir kaufen uns das hier. Die
come back when you have other ranks. Ja, also er verkauft nichts besonders Wichtiges oder Sinnvolles. Weil dann irgendwas, was wir bräuchten. Aber gut, dann würde ich sagen, war es auch wieder mit dem Part. Und wir sehen uns beim nächsten wieder. Von Let's Play Da Young. Genau. Also, macht's gut. Bis dahin, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat.